Dein heutiges Gesamtziel soll es ja sein, den vorhandenen Text in eine schöne Form zu bringen. In der Textverarbeitung nennt man das Formatierung. Dabei geht es vor allem um das Aussehen. Das hat nichts mit dem Inhalt an sich zu tun. Die Formatierung bezieht sich dabei auf Abschnitte im Text und deren Namen wollen wir nun mal kurz ansprechen. Ein Text ist normalerweise eingeteilt in Sätze und die wiederum in Wörter. Im Textverarbeitungsprogramm ist die kleinste Einheit, die wir formatieren können, das Zeichen. Ein Zeichen kann ein Buchstabe oder auch eine Zahl sein oder ein beliebiges Symbol, wie zum Beispiel hier dieser Satzpunkt oder hier die Anführungsstriche. Die nächstgrößere Einheit im Text ist der Absatz. Innerhalb eines Absatzes hat man meist mehrere Zeilen, aber die werden nicht vom Benutzer festgelegt. Man kann natürlich auch einen Absatz haben, der nur eine einzelne Zeile enthält. Die Zeilen in einem größeren Absatz, hier zum Beispiel diese Zeilen, werden nicht vom Benutzer festgelegt, sondern automatisch vom Programm neu angelegt. Das heißt, wenn Wörter nicht mehr in eine Zeile passen, dann schreibt das Programm diese Wörter automatisch in die nächste Zeile. Das nennt man den automatischen Zeilenumbruch. Die nächstgrößere Einheit bei der Formatierung ist die Seite. Ebenso wie beim automatischen Zeilenumbruch wird ja automatisch eine neue Seite begonnen, wenn der Text nicht mehr auf die vorherige Seite passt. Bei der Formatierung der Seite geht es nicht um einen bestimmten Bereich im Text, sondern um das Aussehen des gesamten Dokumentes, wie also der Text in oder auf dieser Seite dargestellt wird. Die einzelnen Zeichen im Text kann man ja sehr gut erkennen. Bei den Absätzen ist es nicht immer ganz so klar, wo sie beginnen bzw. enden. Da es aber einige Formatierungen gibt, die sich eben auf einen gesamten Abschnitt beziehen oder Absatz beziehen, ist es sinnvoll zu erkennen, wo ein neuer Absatz beginnt. Dazu gibt es im Textverarbeitungsprogramm ein Hilfsmittel und man klickt dazu in der Werkzeugleiste auf dieses Icon mit dem umgedrehten P. Nun sieht man, dass neben den Buchstaben und den anderen Symbolen innerhalb des Textes einige zusätzliche Zeichen erschienen sind. Die sind eher hellblau, beziehungsweise hier einige hellblau mit grauem Hintergrund. Auch diese Symbole wurden von dem Benutzer eingegeben, nur werden sie eben bei der Anzeige, bei der normalen Anzeige nicht dargestellt und auch beim Ausdrucken erscheinen sie nicht. Allerdings sind sie wichtig für die Darstellung des Textes. Dieser hellblaue Punkt hier ist ein Leerzeichen, das eingegeben wurde. Das umgedrehte P markiert den Ende eines Absatzes und in der nächsten Zeile beginnt dann ein neuer Absatz. Ups, das war etwas zu viel. Das heißt, zum Beispiel haben wir hier einen Absatz, der geht von hier bis hier. Oder der Absatz davor fängt hier an und geht bis hierhin. Hier habe ich einen Absatz, der nur ein Wort groß ist. Zur Formatierung der Absätze werden wir noch später kommen. Wir schauen uns zunächst mal nur die Formatierung der Seite an. Man sollte zunächst immer mit der Formatierung der größten Einheit, also der Seite, beginnen, denn das bestimmt, welche Wirkung die anderen Formatierungen, also von Satz und Zeichen, haben werden. Formatiert man zuerst die Absätze, sodass sie vielleicht optimal aussehen, und ändert dann das Aussehen der Seite, dann kann es passieren, dass man die Absatzformatierung noch einmal von vorne anpassen muss.
Wie bei den anderen Formatierungen gibt es auch bei der Seitenformatierung zwei Möglichkeiten, etwas zu verändern. Zum einen gibt es die Möglichkeit, einen Formatierungsdialog aufzurufen, indem man alle Einstellungen vornehmen kann. Zum anderen gibt es auch direkt auf der Oberfläche einige Stellen, an denen man relativ schnell einige Dinge verändern kann. Schauen wir uns zunächst den Formatierungsdialog an. Dazu wählen wir im Menü Format den Befehl Seite aus. Es öffnet sich hier ein schwebendes Fenster, bei dem im oberen Bereich sogenannte Tabs oder Karteikarten zu sehen sind. Da es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, hat man sie thematisch sortiert und voneinander etwas getrennt. Wir wählen die Karteikarte Seite aus und schauen uns an, welche Möglichkeiten es hier gibt. Was man zum Beispiel hier ändern kann, ist die Größe des Papiers, auf dem dann ausgedruckt wird. Hier habe ich breite Höhe. Es gibt aber auch vordefinierte Formate, wie zum Beispiel hier das DIN A4, das sollten wir natürlich lassen. Des Weiteren kann ich einstellen, ob ich Hoch- oder Querformat haben will. Die Umstellung dauert leider bei mir momentan ein bisschen. Was man wissen muss, ist, dass diese Einstellungen für das gesamte Dokument passieren. Das ist also nicht eine Einstellung, die ich auf eine einzelne Seite anwenden kann, sondern es bezieht sich immer auf den gesamten Text. Das lassen wir auf Hochformat und gucken uns jetzt gerade noch die Seitenränder an. Seitenränder sieht man hier im Blatt. Das ist dieser weiße Bereich, der zwischen Text und äußerem Papierrand zu sehen ist. Natürlich könnte man den sehr klein machen, um möglichst viel Text auf ein Blatt zu bekommen. Das Problem ist allerdings, dass handelsübliche Drucker nicht ganz bis zum Rand drucken können. Professionelle Druckgeräte drucken meistens auf größerem Papier, sodass sie dann ein Teil des Papiers dann abgeschnitten wird, sodass man einen randlosen Druck hat. Wir wollen jetzt nur den Rand etwas verkleinern, indem wir ihn jeweils auf 1,5 cm überall anpassen. Das kann man machen, indem man hier klickt oder indem man hier direkt den Cursor einsetzt und zum Beispiel die vorherigen Werte löscht und dann 1,5 eintippt. Zum Löschen, gerade der Hinweis, löschen kann ich hier mit dieser Taste, das ist die Rücklöschen-Taste, oder die Entfernen-Taste, manchmal auch Del. Das ist jetzt hier natürlich nur ein Beispiel für ein Tastaturlayout, das kann anders sein, aber Sie werden immer hier im oberen Bereich eher rechts von den Buchstaben sein. So. Wie ich das Ganze ändere, ist egal. Man kann natürlich auch einen Wert kopieren und dann hier jeweils auch neu einfügen. So, das war es erstmal. Das möchte ich jetzt verändern und man sieht, es hat sich hier angepasst. Wie ich schon erwähnt habe, kann ich ja auch Einstellungen ohne diesen Dialog vornehmen. Und zwar ganz speziell die Randgröße kann ich nämlich auch verändern, indem ich hier an diesem Lineal oben bzw. seitlich etwas verändere. Und zwar sieht man hier zum einen, dass dieses Lineal ja am Blattrand beginnt. Dann habe ich einen grauen Bereich. Dann kommt eine Grenze und ein weißer Bereich. Wieder eine Grenze und wieder ein grauer Bereich. Dieser graue Bereich hier oben am Lineal steht für den Rand. Genauso hier und ebenso auch für den oberen Rand hier auf dem seitlichen Lineal. Wenn ich jetzt an diesem Rand ziehe, also das heißt mit der linken Maustaste festhalte und nach oben oder unten ziehe, kann ich die Größe des Randes einstellen. Diese Einstellung ist nicht so genau, das heißt man sieht gerade hier, dass ich 2,04 cm eingestellt habe.
Das geht zwar sehr schnell, ist aber eben nicht so ganz genau. Das heißt, wenn ich darauf achten will, dass es ein ganz genauer und ganz genau festgelegter Rand ist, dann sollte man das besser über den Dialog machen. Nun möchte ich gerade die erste Veränderung an dem Text vornehmen. Und zwar ist ja hier neben der Überschrift eine Zusammenfassung. Und dann folgt die Einleitung. Diese Einleitung soll auf der nächsten Seite beginnen. Was ich jetzt machen könnte, wäre, dass ich über andauernde Nutzung der Return, also Eingabetaste, also dieser Taste hier, lauter Leerzeilen einfüge, bis dann letztlich diese Einleitung auf der nächsten Seite landet. Das sind aber lauter Eingaben jetzt hier, lauter von mir gemachte Eingaben, die der Computer nicht verändern wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Überschrift größer formatiere, dann verschiebt sich der gesamte Rest ja nach unten und so kann es passieren, dass die Einleitung dann nicht auf der zweiten Seite oben beginnt, sondern vielleicht ein oder zwei Zeilen weiter unten. Um das zu verhindern, füge ich einen Seitenumbruch ein. Das heißt nicht einen automatischen Seitenumbruch, wie er also hier passiert ist, sondern einen von mir gewünschten. Dazu setze ich mit der linken Maustaste per Klick den Cursor vor dieser Überschrift Einleitung und gehe auf Einfügen, manueller Umbruch. Hier folgt jetzt ein Dialogfenster, ein kleines Dialogfensterchen, das mir verschiedene Möglichkeiten gibt zum Zeilenumbruch, Spaltenumbruch und Seitenumbruch. Und genau das möchte ich ja. Und das heißt, ich klicke hier jetzt einfach auch OK und habe diese Zeile hier Einleitung jetzt automatisch auf der nächsten Seite eingefügt. Der Rest der Seite hier ist leer. Ich habe nur einen Absatz, der eingefügt wurde, den könnte ich sogar löschen. Dass ich hier einen Seitenumbruch eingefügt habe, kann ich hier an dieser gestrichelten Linie erkennen. Wenn ich draufklicke, sieht man auch hier, dass ich ihn bearbeiten kann oder den Seitenumbruch auch löschen kann, um es also rückgängig zu machen. Diese Linie, diese blau gestrichelte Linie ist hier nicht zu sehen, weil das eben ein automatischer Zeilenumbruch ist. So, das war's hier für die Formatierung der Seite schon. Weiter geht es im nächsten Video mit der Formatierung der Absätze, was wesentlich wichtiger ist.